Für viele Fans und Conchitas Familie war der gestrige Abend ein absolutes Muss. Eigentlich bin ich ein bisschen nervös. Ich dachte mir im Vorfeld, das Publikum wie jedes andere. Aber wenn dann da die Oma sitzt und die Mama und der Papa und der Bruder und die Tante und die Cousine, dann denken sie, oh Gott, oh Gott. Unter dem Titel Love, Respekt, Conchita trat die Sängerin und Kunstfigur im Linzer Brucknerhaus auf. Mit Band und großem Bruckner Orchester. Er hat ja in einem Interview gesagt, diese Kunstfigur, die kann er jetzt irgendwie zurücklassen. Ja, ich glaube, mit 60 möchte man selber auch nicht mehr mit High Heels im Land laufen. Ob er jetzt Mann oder Frau ist, egal. Traumhaft einfach. Diese Kunstfigur ja gerade so. Ich glaube, ich bin gerade in einer sehr, sehr spannenden Zeit in meinem Leben. Ich entdecke viel über mich, das immer schon da war, aber auf das ich keinen Fokus gelegt habe. Unter anderem auch meine Männlichkeit. Wohin hat sich denn der Tom oder die Conchita hinentwickelt jetzt die letzten 3-4 Jahre? Die Stärke am Oberkörper, den er so fit hält und trainiert. Und ja, was der Papa vergessen hat, ich habe jetzt Brusthaare. Mehr als vorher. Ich hatte früher nur 5, jetzt habe ich doch mal, glaube ich, schon 20. Im 25 Hour.